Liebe Freunde, willkommen zurück zur Pokémon MVP Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns, ich würde mal sagen, kurz vorm Endbosskampf von Team Flair. Beeilen wir uns! Wir haben gerade Flordelis besiegt und sind jetzt auf dem Weg nach unten, wo Yveltal auf uns wartet. Wir müssen euch bitte bitten, umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum erzählst du denen das? Ich fass es nicht, wie kann man nur so blöd sein? Doppelkampf? Tatsächlich. Ein Flair-Rüpel beleidigt einen Vorstand. Alter, alles klar. So, Angemon und Xiaogon. Okay, das ist ziemlich gut. Toxiquack kill ich instant. Cleopatra kann mir nicht allzu viel machen, weil ich Unlichtattacken resistiere. So, das Ding ist tot. Ja, meine Freunde, jetzt geht's richtig los hier. Jetzt geben wir Gas. Denn jetzt machen wir den kleinen Endspurt zum legendären Pokémon und somit auch dem finalen Boss-Battle hier gegen dieses Team. Wir haben im letzten Part einen sehr, sehr anständigen Kampf gegen Flordelis gehabt. Ich glaube, den werden wir im heutigen Part nochmal übertreffen. Ich bin schon sehr aufgeregt. Das könnte saugefährlich werden, Freunde. Ich habe, by the way... Was hat sie gesagt? Ich kann Flordelis Argumentation bla brr. Oh, schade. Ich hätte es gern gelesen, ob sie es verstehen könnte oder nicht. Ich habe, by the way, Lapras noch 2 Level hochgelevelt oder aufgelevelt, weil ich bemerkt habe im letzten Part, dass mit Level 45 das Ding einfach nicht mehr gemäß ist. Oder Level Cap gemäß wohl eher. So, wir haben McNain und wir haben hier Voltenso. Ich könnte McNain wegknuddeln, was vielleicht auch nach dem Bedrohr noch reichen würde, oder ich könnte switchen zu Lelek, aber dann hätte ich die Elektroschwäche. Schweinerei. Könnte ich ein Erdbeben auf alle rausballern? Soll ich wechseln oder soll ich McNain wegballern? Das Ding ist, Voltenso kann mir einen neutralen Hit geben, aber... Du hättest lieber auf das andere Pokémon gehen sollen, Bruder. Denn das ist jetzt ein totes Pokémon. Okay, greift er mich oder Xiaogon an? Oh, er greift beide an. Okay. Ja, dann wäre ich tatsächlich mit Marmutil hier ganz gut gewesen, ne? Okay, ich gehe von Nachthieb, ich kann kritten. Ist nicht sehr effektiv, aber ich könnte kritten. Dankeschön. Und somit ignorieren wir den Bedrohr und töten das Ding instant. Und schon wieder einen Vorstand kaputt. Ich glaube, Sirena heilt mich jedes Mal nach dem Battle, oder? Kann das sein? Immer wenn es Doppelbattles sind, dann werde ich doch geheilt. Nee, werde ich nicht. Okay, wow. Alles klar. Normalerweise, das war auch schon in der 5. Gen so, oder 4. Gen, glaube ich, dass man da instant geheilt wird. Siffy, Sirena! Ich glaube, ich spinne. Was machst du denn hier? Es tut mir leid, aber... Ich weiß, ihr beiden... Wollt eure Dates genießen ohne mich, aber ich dachte, ich will diesmal dabei sein. Ich will auch mal Teil einer Romanze sein, anstatt immer ein Klotz. Sirena, wir halten hier gerade Team Flair auf und retten die fucking Welt. Wir werden gleich vor ein legendäres Pokémon treten und es versuchen zu besiegen oder zu fangen. Das hat nichts mit einem Date zu tun. Lüg nicht! Du Allesort! Ich weiß ganz genau, dass du Sefi schon immer haben wolltest. Nur weil du seine Nachbarin bist, hast du keinen Anspruch auf ihn. Es tut mir leid. Weißt du was? Komm einfach mit, Sana. Es ist zwar gefährlich, aber ich kann jetzt echt dein Rumgeheule nicht mehr ertragen. Oder Sefi soll mit uns kommen. Und wenn sie halt stirbt bei dem Versuch, die Welt zu retten, dann
Naja, dann ist es eben Schicksal. Okay. Tja, dann komm mal mit. Okay, danke schön. Oh shit, Alter. Yo, ich sehe schon, die Sirena wirft die Sanna vor die Gleise. Oder auf die Gleise. Unser großartiger Plan ist doch noch nicht aufgegangen und wir können uns keine Unaufmerksamkeit erlauben. Flair, Flair, Team Flair. Oh Gott, was sind das denn für komische Gestalten, ey? Wie viele Kämpfe haben wir eigentlich noch gegen diese blöden Vorstände? So. Oh shit. Oh shit. Jetzt habe ich ein verdammtes Problem. Irokex wird zu 100% einen Turmkick rausballern. Wenn Irokex eins meiner Pokémon killt, bekommt es einen Boost und dann fickt es das ganze Team weg. Das Problem ist, normalerweise würde ich jetzt zum Lelex switchen, um den Turmkick abzufangen. Allerdings haben wir noch einen Hundemon auf dem Feld, was mit Feuerattacken mein Lelek wegknallt. Ich könnte zwar zu Mongoline rein, aber auch Hundemon hat wieder eine Finsteraura oder einen Biss. Wobei Mongoline definitiv die bessere Variante oder Wahl wäre, weil ich da halt Beulenhelm habe. Und ich Feuerattacke resistiere. Ich könnte dann surfen und Hundemon rausnehmen. Ich hoffe, dass Psiaugon Irokex Mogelhiebt oder so. Oder Hundemon Mogelhiebt. Ey Leute, das wird anstrengend, weil Psiaugon ist kein gutes Pokémon gegen Irokex oder Hundemon. Lapras stirbt wegen dem Turmkick, Schweinerei stirbt wegen dem Turmkick, Angemon stirbt wegen dem Turmkick. Lelek stirbt wegen einem Flambo. Ja, nee, nicht wegen einem, aber man kann es ja doublen. Okay, ich muss zur Mongoline. Ganz, ganz simpel. Bitte auf Hundemon. Und jetzt musst du den Turmkick verfehlen und dich selbst verletzen. Grimasse. Ja gut, fucking Lamus hat eh nur... Okay, sie geht auf Psiaugon. Oh je. Ich gehe für den Surfer. Das ist mein Plan. Oh, das trifft Psiaugon auch. Stimmt, in dieser Gen hat es ja... Warte mal. Das trifft ja immer alle, ne? Goddammit. Okay, Säusel. Oh, das ist eine Feenattacke. Die ist vierfach effektiv auf Irokex. Aber das macht nichts, weil das Ding gute Spätzlefährte hat. Knirscher hat das Ding sogar, Alter. Goddammit. Den tanke ich aber, oder? Beulenhelm? Beulenhelm-Damage? Verteidigungsdrop? Alter, das gibt's doch nicht. Okay, Beulenhelm, Surfer. Oh my goodness. Okay, Psiaugon ist weg. Das heißt, du musst ein gutes Pokémon jetzt reinsenden. Aquana. Ich würde drin bleiben, weil ich einen Knirscher und einen Biss wahrscheinlich tanken würde. Aber jetzt, wo ich den Death Drop habe... Jetzt, wo ich den Death Drop habe... Wird es richtig scheiße werden. Okay, ich gehe zu Lapras rein. Lapras hat erstens H2O-Absorber, wenn also Aquana für einen Surfer geht. Vielleicht könnte ich mich heilen, wenn mich jemand vorher schon angreift. Er wird nicht auf Turmkick gehen. Der Mongoline resistiert das, wenn er einen fucking Knirscher hat. Und ich hoffe, dass Aquana Irokex in dieser Runde dem Erdboden gleich macht, dass ich in der nächsten Runde Hundemon wegflexen kann. Puh, boah, Schmarotzer, okay. Aqua-Lehmbrühe, okay. Das reicht für beide? Wow, okay, ich habe Aquana ein bisschen unterschätzt. Ey, Sirena, vielleicht sollten wir trotzdem doch auf ein Date gehen. Ich hoffe, dass das Sanna nicht gehört. Sonst bringt sie uns noch um, ey. Mongoline will Psychokinese. Ey, nice. Sehr schön. Anstatt eine 50er, eine 90er Attacke. Geil. Sehr, sehr gut. Okay, alles richtig gemacht.
Meister Floridis ist wie die Hoffnungsspende, spendende Sonne. Okay. Also, wir haben alles richtig gemacht. Müssen aber wieder heilen, ne? Weil wahrscheinlich da... Kommt da noch was? Ah, wobei... Egal, wir müssen die Waffe aufhalten. Warum sind diese Blasen so kurz? Als ob man da irgendwie was lesen kann. Bruder, ich würde einfach noch gerne heilen, bevor ich da reingehe, ne? Ein elektrisches Schloss. Was machen wir da? Das hier könnte vielleicht nützlich sein. Guck mal, Sephiroth, ich hab voll den Skill. Wenn man mal bei meinem Rätsel nicht weiterkommt, löst es die Maschine für einen. Ich hab sie von Citro bekommen, meinem anderen Freund. Der Freund, der Zeit mit mir verbringt. Sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Warum auch immer so eine Maschine nur ein einziges Mal funktionieren soll? Okay. Elektrische Schlösser und Rätsel sind ja im Prinzip das gleiche, oder? Wie ich dein Herz erobern kann, bleibt mir aber wahrscheinlich immer ein Rätsel. Und dafür hat Citro keine Maschine. Hihi. Oh, das Schloss ist aufgegangen, guck mal. Wow, Sanna, ich bin beeindruckt. Ihr seid beide auf jeweils eure eigene Art und Weise sehr beeindruckend. Hier sind wir also endlich. Dort drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Okay. Das legendäre Pokémon ist ein Unlicht-Pokémon. Habe ich irgendetwas, um das Ding zu schwächen? Ich meine, Knuddler, ja. Das Ding ist, es hat Flugattacken. Und ich habe kein Pokémon, was Flugattacken resistiert. Ich könnte versuchen, mit Donnerblitz zu paaren. Ich habe gute Spätstef-Werte mit Lapras. Hiermit kann ich leider nichts wirklich tun, um das Ding zu fangen. Und ich will es fangen. Ich brauche einen Encounter. Schweinerei kann ich nicht machen, weil die Spätstef ja schlecht ist. Und damit würde ich es wahrscheinlich maximal umbringen. Und Zauberblatt wird resistiert. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Entweder Angemon oder Lapras. Aber ich würde sagen Lapras, weil mit Lapras mache ich weniger Damage und kann das Ding paralysieren. Okay. Let's go, Leute. Stunde der Wahrheit. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Das ist der am tiefsten gelegene Punkt der Basis. Irgendwie bekomme ich kaum noch Luft. Hey! Ist dieses Kokon-ähnliche Ding dort das legendäre Pokémon? Es sieht nicht so aus, als wäre es am Leben. Oh Gott. Da war ja was. Stimmt, ich habe vergessen, dass da nochmal 20 Vorstände kommen. Ha! Das geht euch überhaupt nichts an. Woher kommen die? Die ultimative Waffe hat bereits 99% der Energie des legendären Pokémon absorbiert. Wir wollen aber kein Risiko eingehen. Und sicherheitshalber diese Belger fertig machen. Oh nein, sie wollen uns an den Kragen! Falls ihr sie verfolgen und... Naja, vielleicht in einem mysteriösen Unfall verschwinden lassen könntet. Und uns dafür nur Ruhe lassen könntet, das wäre nice. Oh, Sanna, ich hätte mir denken können, dass wieder sowas passiert. Tja, Sephiroth ist eben doch nicht der Richtige für dich, ne? Mein Beileid. Kümmert euch um die fliehenden Rotznasen. Zwei gehen, okay. Zwei Mädchen fliehen, zwei Leute gehen. Vier bleiben für mich, okay. Die wissen wohl Bescheid, was Priorität hat, ne? Nun gut, du denkst also, du kannst uns besiegen? Ich denke es nicht, ich weiß es, mein Freund. Und ich werde es jetzt tun. Ich hoffe... Ich hoffe, dass ich den Lead nochmal wechseln kann.
Glaubst du, dass alle Lebewesen glücklich werden können? Können ja, werden nein. So. Ich würde mal sagen, ich gehe mal für eine Zornklinge. Und schlitz mich durchs Team, oder? Oh, das war ein Crit. Das heißt, in der nächsten Runde kriege ich Doppel-Damage. Voltenso. Ah, will ich Voltenso wirklich... Ach komm, ich habe den fucking Evoliten und ich habe gute Spätzle-Werte. Der Junge kann mir gar nichts. Außerdem outspeed ich. Und eigentlich müsste ich... Okay, das hat nicht gereicht. Oh, Fluette? Du willst mit Fluette spielen? Ja gut, Fluette ist, glaube ich, auch schneller als du, oder? Ja. Du bist kein Mega-Voltenso, Bruder. Ich liebe Sparky. Leute, nichts gegen Sparky. Aber du bist kein Mega-Voltenso. So, erster Vorstand. Wie viele Vorstände hat dieses Team-Player eigentlich? Kommt mir fast so vor, als gäbe es mehr Vorstände als normale Leute. So, dich besiege ich jetzt, die anderen nicht. Du stehst nämlich vor der Kacke da. Kommt nix, Bart? Na, Golbat. Goddammit. Ich habe mir schon gedacht, als ich ein Pokémon nur gesehen habe. Der Junge hat wieder Akrobatik und so ein Scheiß, ne? Aber ey, jetzt habe ich Psychokinese. Von daher, wenn er für einen Horrorblick geht, dann passt es. Sehr schön, jetzt sind wir ganz alleine, mein liebes Golbat. Da kommt die Akrobatik. Du frisst erstmal Beulenhelm-Damage und jetzt noch eine Step-Psychokinese. Boom! Und das war's mit Golbat. Das Ding ist nur, Mongoline tankt immer sehr, sehr viel Damage von der Akrobatik. Ne? Das ist halt immerhin, was war das, 55 mal 210 Stärke, Step? Das ist halt schon ziemlich stark, ne? Tja, der Junge geht leider nicht weg vom Schalter, das heißt, wir müssen leider alle besiegen, aber okay. Oh, wenn der Junge Bedroher hat, wird die Zornklinge nicht reichen. Aber er hat keinen. Das heißt, die Zornklinge könnte tatsächlich reichen. Ja, und das tut sie auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Zornklinge bekommt in der ersten Runde Unterstützung vom Techniker, dann aber leider nicht mehr. Okay, ich gehe mal zu Lapras. Lapras hat keine direkte Schwäche gegen Hundemon und gute Spätzle-Werte. Und die Überreste. So, da kommt die Flinte. Die dürfte gar nichts machen. Sehr schön. Sehr schön. Beide Pokémon Level 48. Da kommt ein Feuerzahn, der mich flinchen könnte. Oder kritten. Natürlich. So. Das heißt jetzt aber, dass ein weiterer Crit mich nicht töten kann. Das heißt, Lake wird auf jeden Fall killen, weil er ist unter der Hälfte der KP. Das macht super viel Damage. Und tschüss. Die Itemsperre, wow, die war interessant, weil die Überreste mich nicht mehr geheilt hätten, ne? Tatsächlich, er wollte meine Items unterbinden. Okay, dann fehlt wohl noch einer. Ich glaube, bei diesem Ding bleibe ich mal drin und gehe für einen Flügelschlag, weil der könnte irgendwie einen Mülltreffer oder so einen Scheiß droppen. Oh, er hat Horter, okay. Er könnte einen Mülltreffer droppen und dann wäre irgendwie mein Absol entweder one oder getwo-shotted. Von daher, geh nochmal auf den Flügelschlag. Oh, das war ein Crit.
Oh, das war ein Crit. Holy moly, das war ein Crit. B-b-b-bom. Unmöglich. Das kann einfach nicht wahr sein. Unmöglich, erstattet Meister Flordelis Bericht. So, meine Freunde, und jetzt, auch wenn es eigentlich von der Zeit her theoretisch wieder soweit wäre. Oh, fuck. Knack. Oh, no. Ja, beenden wir die Folge nicht, ohne dass wir das hier noch gemacht haben. Wir erwecken Iveltal. Und ich kann nicht mehr heilen. Okay. Ich kann nicht mehr heilen. Ich kann nicht mehr heilen, Freunde! Das heißt, Lapras ist keine Option mehr. Und Mongoline kann ich kein einziges Mal reinswitchen. Kreuzschere ist neutral, genauso wie die Zornklinge. Der Flügelschlag. Okay, warte. Unheilschwingen war eine Flugattacke, oder? Oh, fuck, Leute. Ich habe so ein Problem gerade. Unheilschwingen ist eine 80er Step-Attacke. Oh mein Gott. Das Problem ist, ich würde mit Lelek wahrscheinlich auch Zwien ein bisschen Damage machen. Der würde mit Unheilschwingen entweder mich one-shotten oder nie, fast. Und Unheilschwingen bringt ihm komplett seine kompletten KP wieder. Okay. Ich habe einen Flottball. Dieser Flottball wird in der allerersten Runde effektiv sein. Und es ist ein Cover-Legi, das heißt, es hat eine hohe Catch-Rate. Wenn ich es aber nicht fange, laufe ich Gefahr, mit Lelek one-shotted zu werden. Ich muss das Risiko eingehen. Ich muss das Ding fangen. Ich kann es nicht wirklich bekämpfen. Und es bricht im ersten Mal aus. Das war eine Standpauke. Das war nicht mal... Das war eine Standpauke. Standpauke hat 55... Oh mein Gott. Soll ich Abgesang einsetzen mit Lapras, um das Ding in drei Runden zu killen? Soll ich zur Schweinerei rein? Was genau soll ich tun? Schweinerei hat schlechte Spätstef-Werte. Super schlechte. Ich kann nichts tun. Nix.
Ich kann nichts tun, um die Welt halt zu schwächen. Lelek hat 150 Spätstef. Und es ist nicht sehr effektiv. Und das hat 25% abgezogen. Mongoline hat keine 150 Spätstef, sondern 94 und es ist sehr effektiv. Das heißt, es wird mich fast one-shotten. Okay. Das Scheißding hat fucking Finsteraura, Alter. Okay, ich darf ein Heilungs-Item pro Kampf verwenden. Und das muss ich jetzt tun. Standpauke wird abgewehrt. Okay. Jetzt muss ich gut überlegen. Ich habe einen Finsterball. Ich habe einen Meisterball. Soll ich den Meisterball verwenden? Soll ich einfach nur den Meisterball verwenden? Einfach nur den Meisterball verwenden. Ich habe nichts für die Weltall. Nichts. Ich habe nichts. Das Ding ist, er hat mich nicht getroffen. Das heißt, mein Donnerblitz ist immer noch gleich stark. Und ich könnte ihn zu 10% paralysieren. Und ich hätte mit dem Finsterball gute Chancen, ihn zu fangen. Allerdings habe ich nichts für Yveltal. Ich kann nichts außer vielleicht AZ Floyd reinswitchen. Aber wenn AZ Floyd stirbt, wegen einem Unheilschwingkrit oder irgendwie so ein dreckiger Müll, dann ist die Nuzlocke vorbei. Okay, ich glaube, ich werde einmal einen Donnerblitz droppen. Oder ein Eistrahl? Eistrahl wäre Stab. Und könnte freezen. Hier für den Eistrahl. So, da kommen die Unheilschwingen. Er outspeedet mich glücklicherweise. Kriege ich einen Freeze? Nope. Okay, er ist... Er geht für Aussetzer. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Wenn ich jetzt eine Paralyse bekomme. Nope. Aber nochmal Überreste. Das heißt, ich überlebe auf jeden Fall nochmal eine Finsteraura oder sowas. Und jetzt kann ich einen Finsterball droppen. Oder einen Finsterball. Ist es hier fucking finster? Es ist doch finster hier unten, oder? Dunklere Orte. Also ich weiß nicht, wo es dunkler sein soll als bei fucking Yveltal. Aber das Ding ist ein Finsterball. Ist der beste Ball im Spiel. Und das Ding hat keine hohe Catchrate. Beziehungsweise kann man einfach fangen. Okay. Ich muss zu Fluet. Fluet hat sehr gute Spätstef-Werte. Sehr gute Spätstef-Werte. Resistiert die ganzen Unlichtattacken. Leider nicht die Unheilschwinge. Aber sie tankt sie sehr gut. Okay. Fluet ist unser Shield. Unser legendäres Pokémon beschützt uns. Ich gehe für den Wunschtraum. Yveltal kann mir nichts machen. Das Problem ist, ich kann Yveltal mit Fluet nicht schwächen. Denn alles, was ich hätte, wäre Zauberblatt und das wird resistiert. Okay, ich gehe mal für ein Zauberblatt. Ein Zauberblatt, um zu sehen, wie viel Damage es macht. Okay, es geht für Aussetzer.
Das heißt, meine Heilattacke wurde nicht ausgesetzt. Das bedeutet, ich kann mich jederzeit heilen, wenn ich will. Das ist super und er ist geschwächt. Hyperball. Nein! Okay, er schwächt meinen Spezialangriff. Aber das ist okay. Ich kann Bälle werfen. Ja! Floette ist der Chef, Alter. Floette ist der Boss, Mann. Goddammit. Alter Schwede. Boah. Oh my goodness. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich das Ding nennen will. Ich nenne den Jungen den Peiniger. Iveltal der Peiniger. Er hat Nigger gesagt! Alter. Okay, wir haben es geschafft. Souverän gelöst. War okay. Möchtest du Iveltal aus der Box in dein Team aufnehmen? Die Sache ist die. Mein Lapras ist fast tot. Und ich kann nicht mehr rein switchen. Ein Glück, jetzt können sie die ultimative Waffe nicht mehr einsetzen. Du bist der Wahnsinn, Sefi. Ich stehe total auf dich. Das legendäre Pokémon möchte von sich aus mit dir befreundet sein. Naja, deswegen hat es versucht, mich umzubringen. Was für eine überraschende Wendung. Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich der Auserwählte bist. Oh, fuck, Alter. Für ein legendäres Pokémon siehst du ziemlich ausgepowert aus, Iveltal. Möchtest du die Menschen um Hilfe bitten oder möchtest du ihnen deine Hilfe anbieten? Was? Was soll diese Aufmachung? Bist du das, Flordelis? Das ist so unwichtig. Du hast doch schon gegen Sefi verloren. Was soll das? Die ultimative Waffe wird mir zum Sieg verhelfen. Das legendäre Pokémon hat seine Kraft zurück. Jetzt muss ich sie nur noch der ultimativen Waffe zukommen lassen. Ich hole mir das legendäre Pokémon zurück. Dieses Mal werde ich nicht verlieren. Denn ihr seid nicht die Einzigen, die die Mega-Entwicklung erforscht haben. Auch ich besitze einen Mega-Ring. Und einen Megastein. Nein! Goddammit! Der Ultra! Mega-Team Flordelis Boss! Isa! So, wir haben Peiniger da, ne? In der Theorie könnten wir mit Peiniger nun Unheilschwinge einsetzen, oder? Ich würde aber lieber gerne ganz normal kämpfen, wie ich es immer tue, wenn Vishu reinkommt, was mit Turmkick mein Iveltal neutral treffen kann. Dann switche ich zu meinem vierfach resistierenden Lelek raus, gehe auf den Flügelschlag und kille dieses Vishu ohne weitere Probleme. Mit einem Crit, der aber nicht gemeldet hat. So, ich gehe keine Risiken ein. Oh, fuck, Pyroleo. Okay, wir spielen das gesamte Spiel einfach nochmal. Machen das gesamte Spiel genau gleich wie beim letzten Mal. Nur, dass dieses Mal wahrscheinlich der Fire Blast nicht verfehlt.
Das heißt, Mongoline, du musst jetzt tanken. Du musst jetzt definitiv tanken. Oh mein Gott, wie viel Damage das gemacht hat. Tanke ich eine Finsteraura? Ja, es ist nicht Stab. Es ist nicht Stab. Es ist nicht Stab. Soll ich Tagedieben oder soll ich Gedankenguten oder... Beim letzten Mal hat ein Surfer nicht gereicht und ich musste einen waghalsigen Play machen, zusammen mit Sichlor. Soll ich diesen Play wieder machen mit Druck zu Keep? Warte mal, er hat noch einen Garados und er hat noch ein... Mach ich diesen Play nochmal? Er könnte mich flinchen, das ist das Problem. Da kommt die Finsteraura. Okay, das war knapp. Aber meine Kalkulationen haben gestimmt. Und ich glaube, wir machen genau denselben Move nochmal. Es würde ihm absolut nichts bringen. Okay, er würde mit einem Fireblast killen. Das heißt, er könnte auf Fireblast gehen, in der Theorie. Aber er geht auf die Finsteraura, okay. Okay, das heißt, ich outspeede ihn mit Ruckzuckkeep. Normalerweise nämlich nicht, denn Pyroleo ist so ziemlich das einzige Pokémon aus seinem Team, was mein Lelek outspeedet. Und das war's mit Pyroleo. Alter, Lelek ist so gut. Lelek ist das beste Pokémon, Alter. Okay, ah, Kramchef war's, was er noch hatte. Fucking hell, Alter. Okay, Aeroass und Nachthieb hatte der Junge, ne? Und ich habe kein Lapras mehr. Okay, Schweinerei hat gute Death-Werte. Er wird für die Flugattacke gehen. Er wird für eine Aeroass gehen. Okay, Schweinerei. Zeig, was du kannst. Du hast gute Death-Werte. Aeroast und Nachthieb tankste. Sogar ein Crit. Oh. Aeroast hat 60 Stärke, Stab. Nachthieb hat 70 Stärke und ist Stab. Mit einem Crit. Warte mal. Er hat mir 60 KP. 56 KP Damage gemacht, oder? 55 KP Damage gemacht. 65 KP Damage gemacht. Würde ich wahrscheinlich ganz, ganz knapp tanken, ne? Ganz, ganz knapp würde ich das tanken. Okay, ich gehe für den Eiszahn. Stahlflügel! Stimmt, der hatte den fucking Stahlflügel, Alter! Oh mein Gott, zum Glück ging der gerade daneben. Es wäre kein Stab gewesen, das heißt, ich hätte ihn wahrscheinlich knapp überlebt. Aber er ging daneben und ich hatte Glück. Okay, Garados kommt rein. Gib mir den Bedrohr. Ich bin... Du immunisierst mein Erdbeben, du killst mich mit einem Naschweif. Ich habe gar nichts zu melden mit Schweinerei gegen dieses Ding. Und er wird... Er wird eine Mega-Entwicklung haben. Gehe ich zu Peiniger raus? Jetzt, wo ich Peiniger habe. Das Ding hat okay Verteidigungswerte. Und resistiert Unlichtattacken. Wäre Mongoline ein bisschen fitter, könnte ich den Naschweif tanken, ihm Beulenhelm-Damage geben und dann auf den Knirscher baiten, damit ich mit Peiniger reinkommen kann und resistiere. Aber leider ist Mongoline sehr schwach gerade. Mit Angemon habe ich nicht so viel zu melden, weil ein Knuddler niemals ausreichen würde und er mich two-shottet. Und wenn er Dragon Dance, Alter, dann habe ich ein richtiges Problem. Dann habe ich ein richtig fettes Problem. Okay, ich gehe zu Peiniger. Ich gehe zu Peiniger. Oh mein Gott, Alter. Da kommt der Naschweif. Der macht die Hälfte an KP.
Okay. Ich glaube, ich outspeedle mit Peiniger in Mega Gyarados, oder? Gyarados hat, soweit ich weiß, 80 Init, oder? Waren es 80? 81 Init. Okay, Mega Gyarados hat auch nur 81 Init. Und die Weltal hat 99. In der Theorie müsste ich ihn outspeeden. Ich könnte jetzt für eine Unheilschwinge gehen und ihm KP abziehen. Und ich würde einen weiteren Nassschweif überleben. Außer A, er crittet, oder B, er hat einen fucking Eiszahn. So, da kommen die Unheilschwingen. 160 Stab, Alter. Ich habe 160 Spezialangriff und es ist ein Stab-Move, 80. Aber wir wehren ab! Wir wehren ab! Okay, okay, okay. Ich gehe für eine Auszeit. Ich gehe für einen Aussetzer. Aussetzer. Kein Nassschweif mehr. Ist blockiert. Sehr schön. Er hat noch Erdbeben und er hat noch Knirscher. Knirscher wird resistiert. Erdbeben wird immunisiert. Okay. Er hat den Wutanfall. Das war ein Crit. Holy shit. Okay, ich... Oh, goddammit! Wegen dem dreckigen Wutanfall-Crit tanke ich jetzt keinen zweiten mehr, weil ich würde ihn outspeeden. Mit der Heilung hätte es definitiv gereicht, um noch einen zweiten zu tanken. Der mich gekrittet hat, muss ich rauswechseln. Die Frage ist, zu wem gehe ich rein? Keine Frage. Wir machen denselben Move wie beim letzten Mal. Ich hoffe einfach, dass ich... Er kriegt keinen Init-Boost. Das heißt, ich outspeede so. Das heißt, ich outspeede so oder so. Kriegt er die Verwirrung? Nein, kriegt er nicht, weil es nicht die letzte Runde war. Okay, dann habe ich die Mechanik tatsächlich beim letzten Mal richtig verstanden. Bruder, ich outspeede zu einer Milliarde Prozent, okay? Können wir diesen Deal machen? Ich weiß nicht, ob er Level 53 war letztes Mal. Ich habe keinen Bock auf... Warte mal, Nassschweif ist immer noch blockiert, oder? Er könnte einen Erdbeben droppen. Knirscher würde ich resisten. Digga, Lux Calamitatis. In your fucking face, Alter. In your fucking face! Fucking Kamehameha, Alter! Des Todes! Stab sehr effektiv sogar noch bei fucking Mega Gyarados. Oh mein Gott, und so besiegen wir fucking Mega Gyarados mit Fluet, Alter. Mit dem Pokémon von AZ bumsen wir Team Flair Boss Flordelis in den Boden. Alter Schwede, ey. Wir sind wirklich super souverän durchgekommen, Freunde. Super souverän. Das hätte mega gefährlich werden können, ne? Hätte er Drachentanz gehabt oder irgendwie was komisches, Alter. Holy shit, Mann. Also, ich finde, man sollte immer teilen. Wenn man Serena heißt und einen tollen Typen namens Sephiroth besitzt. Auch nur ein bisschen. Selbst dir ist es gelungen, die Mega-Entwicklung auszulösen. Das konntest du doch nur, weil dein Gyarados dich unterstützt hat, oder nicht? Und nicht nur dein Gyarados, sondern auch deine anderen Pokémon. Ohne das legendäre Pokémon kann die ultimative Waffe nicht eingesetzt werden. Du bist nicht der Einzige, der sich Gedanken über die Zukunft macht. Ich glaube, das einzige Richtige ist, gemeinsam eine Welt der Schönheit anzustreben. Wenn das möglich wäre, gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Die einzige Zukunft, die ich für uns sehen kann, ist eine Zukunft voller Leid, in der sich egoistische und dumme Menschen gegenseitig immer mehr wegnehmen. Dieses Gerät wurde ursprünglich entwickelt, um verstorbene Pokémon wieder ins Leben zu rufen. Doch vor mehreren tausend Jahren beschloss der König, es in die ultimative Waffe umzuwandeln. Als das legendäre Pokémon erwachte, gewann es viel von der Kraft, mit der die ultimative Waffe gespeist worden war, zurück. Daher kam die Power von Lux Calamitatis, mein Freund. Es steckt immer noch ein bisschen von der Kraft des legendären Pokémon in ihr. Gerade genug für den letzten Einsatz. Sephiroth und auch ihr anderen, die ultimative Waffe hat, wie ich selbst, die Zeit ihrer Blüte überschritten, ohne dass gewinnbringend davon Gebrauch gemacht wurde. Aber zum Schluss
werde ich euch die Kraft zeigen, die die ultimative Waffe, der ultimative Waffe noch verblieben ist. Sephiroth, Sanna, nicht sie weg hier! Also ich meine, naja, Sanna, du kannst ruhig bleiben. Ist es böse, wie wir versuchen, Sanna umzubringen? Meine Freunde, ihr habt es gerade im Kampf gesehen. Lux Calamitatis ist die zerstörerischste Feenattacke, die es gibt. Und jetzt sehen wir diese Attacke nur noch mal in groß. Das war's mit der ultimativen Waffe. Puh, zum Glück seid ihr alle wohl auf. Und zum Glück sind wir hier, denn wir Superhelden im Cape haben die Welt gerettet. Naja, eigentlich habt ihr die Welt gerettet. Wir stehen jetzt einfach mal wieder hier nach der Cutscene und so, ne, und tun so, als wären wir wichtig. Aber euer Mut und eure Gutherzigkeit sind wirklich bewundernswert. Ich dachte schon, alles ist aus, aber wir haben alles heil überstanden. Tierno ist bei euch auch, alles cool? Ja, es ist nichts passiert. Wir haben mit vereinten Kräften dem Pokémon geholfen, die an den Steinen auf Route 110 gebunden waren. Was? Da wurden Pokémon an... Was? Das Kämpfen habe ich allerdings Sina und Dexie überlassen. Warte mal, da waren Pokémon an den Steinen angebunden? Konnte man das sehen? Habe ich das verpasst? Weil ich bin immer direkt hier nach Chromlexia geflogen und bin nie auf der Route 10 vorbeigegangen. Sina und Dexio, wer soll das sein? Wir sind die maskierten Helden. Mach dir keine Vorwürfe, Tierno. Wir haben alle nur unser Bestes gegeben, um Team Flares Pläne zu durchkreuzen. Es gibt übrigens Neuigkeiten für euch. Es ist nämlich gelungen, die Maschine im Flare-Labor zu zerstören, mit der diese Schufte die Frequenz unserer Holologs gekapert haben. Na dann ist die Sache mit Team Flare wohl mal endlich vom Tisch, stimmt's? Jetzt kann ich endlich wieder meinen Pokédex weiterfüllen. Puh, also ist der Spuk endlich vorbei, ja? Endlich kann unser Abenteuer weitergehen und wer weiß, vielleicht kriege ich trotzdem noch ein Date mit Sephi. Dann kehre ich jetzt erstmal nach Fluxia City zurück und... Naja, setze meine Reise von dort aus fort. Danke, Sephi. Freunde wie du sind wirklich Gold wert. Ich habe großen Respekt von deinem Können. Und genau deshalb habe ich mir zum Ziel gemacht, dich irgendwann zu übertrumpfen. Dazu bin ich fest entschlossen. Hat sie mich gerade gefriendzoned? Die ultimative Waffe. So viele Jahre sind vergangen, seitdem sie erschaffen wurde. Als sie zum ersten Mal zum Einsatz kam, kostete sie unzähligen Pokémon das Leben. Ihr Erbauer hatte einen neuen treuen Gefährten. Warte mal, nicht einen neuen, einen treuen Gefährten. Ein Pokémon, das er aus den Fängen des Todes befreit und mit dem ewigen Leben bedacht hatte? Das bist du! Oh. Doch die Missetaten des Mannes blieben dem Pokémon nicht verborgen. Ja, diese Story hören wir jetzt zum dritten Mal, Digga. Und so verließ ihn das unsterbliche Pokémon und ging seine eigenen Wege. Das brach dem Mann, der das alles geopfert hatte, um dem Pokémon das Leben zurückzugeben, das Herz. Die beiden trennte nun eine stärkere Macht als der Tod. Das neue Programm von RTL 2. Verzweiflung machte sich in der Brust des Mannes breit. Nun war er dazu verdammt, für immer einsam durch die Welt zu irren. Denn selbst er war auch dem Licht der Waffe ausgesetzt gewesen. Dieses traurige Schicksal war fortan das Einzige, was ihn noch mit seinem Pokémon verband. Ach, der Typ ist auch unsterblich, weil
er dabei war, als Floette wiedergeboren wurde und das hat ihn irgendwie unsterblich gemacht, oder wie? Wo mag es jetzt wohl sein? Was muss ich tun, um endlich wieder mit ihm vereint zu sein? Es ist hier! Es ist hier bei mir! Es ist hier neben mir, Digga! Geh doch nicht weg! Wir haben ihn wieder verpasst, Freunde. Tja, so ist es eben. Na? Diese Folge war mal wieder ultra lang. Dafür mal einen gepflegten Daumen hoch für das finale Battle gegen Flordelis und für den Mammut-Part. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Checkt rascalmedia.de aus für Merch oder für die V-Supply. Und GamesRocket, falls ihr irgendwelche Videospiele kaufen wollt, um mich zu supporten, beziehungsweise falls ihr Videospiele kaufen wollt, macht's auf dieser Seite, da könnt ihr mir gleichzeitig noch ein bisschen supporten. So rum. Nicht andersrum, bitte. Nicht für mich wegen mir Videospiele kaufen, bitte. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Mua. Danke fürs Zusehen. Euer Sephiroth.